Was ist los beim FC Bayern München? 3-0 Niederlage in Leverkusen, 1-0 Niederlage in Rom in der Champions League und dann verliert man in Bochum auch noch 3-2. 3 Niederlagen in Folge sind das, das gab es seit 13 Jahren nicht mehr. Und die Meisterschaft scheint auch so gut wie verloren. Es droht die erste titellose Saison nach ganzen 12 Jahren. Der Trainer und die Spieler stehen so sehr in der Kritik wie nie zuvor. Ich habe den FC Bayern noch nie so schlecht erlebt. Kein Kampfgeist, keine Taktik, keine Idee, keine Liebe im Spiel. Es brennt so richtig beim FC Bayern. Und jetzt steht auch noch ein so schwieriges Topspiel vor der Tür. Hey Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem Stadion-Vlog-Topspiel. Der FC Bayern München spielt gegen RB Leipzig. Das ist vor allem auch ein sehr besonderes Spiel, denn das ist das 1000. Heimspiel des FC Bayern München. Und deswegen vornehmlich dort, wo alles anfing, nämlich am Stadion an der Grünwalder Straße. Das Stadion an der Grünwalder Straße. Dieses Stadion wurde 1911 erbaut und der FC Bayern spielte hier sein erstes Bundesliga-Heimspiel. Und von hier kann man auch einen kleinen Blick auf das Spielfeld werfen. Der FC Bayern trug ganze 47 Jahre ihre Heimspiele in diesem Stadion hier aus. Unglaublich, Alter. Vor allem, wenn man bedenkt, in was für einem Stadion der FC Bayern heute spielt. Und auch heute wird das Stadion von den Amateuren, den Jugendmannschaften und der zweiten Mannschaft des FC Bayern genutzt. Ich bin jetzt auf jeden Fall einmal um das Stadion gelaufen. Ich finde es richtig cool, zurück in die Zeit zu tauchen, in die Geschichte des FC Bayern München. Der FC Bayern bestritt ganze 119 Heimspiele in diesem Stadion. Dieses Stadion ist einfach der Grundbaustein für Legenden wie Gerd Müller oder Franz Beckenbauer, die dafür gesorgt haben, dass der FC Bayern so groß wurde. Ich habe freigesprochen und Bilder benutzt, dafür erstmal ein Like da lassen. So Freunde, ich habe Hunger und deshalb geht es zu Dean und David. So, heute wird es etwas gesünder, es gibt eine Bowl. Boah Freunde, das hat so gut geschmeckt und jetzt geht es auf zum nächsten Spot. Ich bin jetzt im Olympiapark und hier haben wir auch das legendäre Olympiastadion. Ich finde den Olympiapark wunderschön, vor allem im Sommer. Und da vorne haben wir auch das einzigartige Dach des Olympiastadions. Der Olympiaturm ist mit 291 Metern Münchens höchstes Gebäude. Da war ich übrigens auch schon oben. Da hat man eine richtig geile View über die ganze Stadt. Hier links hat man die BMW-Welt, denn direkt hinter der BMW-Welt befindet sich die BMW-Hauptzentrale weltweit. Dieses Gebäude sieht schon krass aus, muss ich sagen. Und das da sowieso. Es wird ganz entspannt Musik gespielt. Hier vorne haben wir auch weitere Anlagen, wo Sport betrieben wird, ob Tennis oder Volleyball oder sonst was. Und ich bewege mich jetzt da vorne hin zum Olympiastadion. Ach lol, heute ist auch das Luciano-Konzert hier in der Olympiahalle. Ach Freunde, gebt euch mal, wie schön es hier ist. Und im Sommer ist das alles noch viel schöner. Hier der Olympiasee, dahinter, da ganz oben ist der Olympiaberg. Das Coole ist, wenn hier Konzerte stattfinden, hier vorne im Olympiastadion, kann man von da oben einfach zuschauen. Und man muss halt auch nichts bezahlen. Im Sommer kann man hier auch Tretboot fahren und ich glaube, das werde ich definitiv machen. Freunde, gebt euch mal, wie schön das ist. Erstmal dieser Ausblick hier. Und dann dreht man sich um und hat hier das wunderschöne Olympiastadion, wo der FC Bayern von 1972 bis 2005 gespielt hat. Wahnsinn. Und hier musste man sich früher einfach Tickets kaufen. Lol, man kann scheinbar auch das Dach besteigen. Also einen schöneren Ort für ein Stadion hätte es echt nicht geben können, muss man sagen. Ich bin wirklich echt krass begeistert. Ich werde definitiv im Sommer hier hinkommen. Wenn es dann richtig warm ist und die Bäume auch blühen, das wird einfach geil. Ich liebe den Sommer. Oh mein Gott, Freunde, dieses Stadion. Dieses Dach alleine schon ist unglaublich, eine unglaubliche Architektur. Wow, wow, wow. Ich weiß noch, als ich dieses Stadion zum ersten Mal betreten bin, das war von da vorne.
Ich verbinde halt einen sehr, sehr schönen Moment in meinem Leben mit diesem Stadion. Ich war nämlich letzten Sommer hier auf dem The Weeknd-Konzert, einer der schönsten Tage meines Lebens, mit Abstand. Da stand ich genau hier vorne ungefähr in der Mitte, in der ersten Reihe, und da hat Abel auch auf mich gezeigt. Und von da ganz hinten hat man einfach einen Blick hier rein ins Stadion, Alter, vom Olympiaberg. In diesem Stadion betritt der FC Bayern 563 Heimspiele und 411 davon konnte man gewinnen. Das ist echt eine bemerkenswerte Statistik. Und hier unter mir befindet sich die Südkurve des FC Bayern Münchens. Von hier wurde die Mannschaft unterstützt und so wurde die Mannschaft zu einer der erfolgreichsten jemals. Ey, ich möchte auch auf dem Rasen Fußball spielen. Alter, ich beneide die voll. 1997 fand ja auch das Champions-League-Finale statt. Gewonnen hat damals der BVB. Voll cool, man kann hier am Rand langlaufen und einmal komplett ums Stadion laufen. Und hier oben waren wahrscheinlich die Kommentatorenplätze. Von hier oben wurde dieses Spiel kommentiert. Und ich muss sagen, man hat hier von überall einen richtig krassen Blick aufs Spielfeld. Also wenn es geregnet hat, dann hat man auf der Seite auf jeden Fall eine gute Wahl getroffen zu sitzen. Das waren, glaube ich, damals die VIP-Plätze und vergleicht das mal mit heute. Heute ist natürlich ein ganz anderes Level. So, ich habe mich jetzt hier hingesetzt auf einen der Plätze und da vorne hat man sogar eine Torwand. Den Rasen darf man nur betreten, wenn man eine Tour bucht. Das werde ich definitiv auch nochmal machen. Ich habe keine Worte fürs Stadion. Ich sage es wahrscheinlich zum 10. oder 100. Mal. Das Stadion ist wunderschön. Bei dem The Weeknd-Konzert hat sogar The Weeknd selber behauptet, dass dieses Stadion wohl das Schönste ist, was er je gesehen hat. Ach Freunde, da wären wir wieder, die Allianz Arena, das schönste Stadion der Welt. Mann, hab ich's vermisst, hier zu sein. Das letzte Heimspiel ist auch schon gefühlt ewig her. Die Allianz Arena, der FC Bayern bestreitete bereits 317 Bundesligaspiele in diesem Stadion. Heute das 318. und 1000. Heimspiel. Ach Freunde, ihr könnt gar nicht glauben, wie sehr ich liebe, hier zu sein. Das Stadion ist einfach nur beeindruckend. Okay, Freunde, die Aufstellung ist draußen. Kimmich scheinbar als Rechtsverteidiger und Pavlovic als zentraler Mittelfeldspieler. Ich weiß gar nicht, ob es dort eine Absprache mit Nagelsmann gibt, weil Kimmich soll ja auch bei der EM als Rechtsverteidiger spielen. Vielleicht soll er sich schon mal für die EM dort einspielen. Und ein weiterer Grund könnte auch sein, dass alle unsere Rechtsverteidiger ausfallen. Das habe ich kurz vergessen. Aber sonst, glaube ich, ist das unsere bestmögliche Aufstellung. Wir müssen natürlich auch nochmal über die Krise bzw. das Drama reden, in welches wir gerade stecken. Als ich die Aufstellung gegen Leverkusen zum Beispiel gesehen habe, da wusste ich schon, das wird nach hinten losgehen. Ich finde, es ist die einzig richtige Entscheidung, Tuchel zu entlassen. Er schuldet mir übrigens eine neue Fernbedienung. Im Spiel gegen Leverkusen sah meine Fernbedienung danach so aus. 3 Niederlagen in Folgen, das ist schon hart. Ich bin einfach nur glücklich, dass Tuchel den Verein im Sommer verlassen wird. Am besten jetzt sofort, komm, geh. Mein Nummer 1 Wunsch für den Nachfolger wäre ganz klar Zinedine Zidane und danach Xabi Alonso. Ich meine, wie geil wäre das, wenn Zinedine Zidane hier in der Allianz Arena einfach als Trainer von Bayern wäre. Ich bin auch sehr, sehr zuversichtlich, dass wir heute gewinnen werden. Ich tippe ein 3:1. Für den FC Bayern. Heute befinde ich mich im Block 231. Ach Freunde, ist das schön. Wow. Wunderschön, unglaublich. Ich bin begeistert. Das schönste Blick der Welt. Da vorne die Südkurve füllt sich langsam. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es heute eine Choreo geben wird. Und die Leipziger Torhüter kommen raus und werden schon lautstark ausgepfiffen. Das war schon sehr, sehr laut im Vergleich zu sonst. Frage mich, was passiert, wenn dann die Spieler rauskommen. Und das wird die heutige View auf das Spielfeld. Richtig geil. Also wirklich einer der besten Plätze, die ich bisher hatte. Ich sitze fast mit. Ich habe einen perfekten Überblick über das ganze Spielfeld. Und da kommen die Leipzig-Spieler, werden natürlich ausgebucht. Aber gleichzeitig kommt auch unser Torwart, der beste Torwart der Welt, Manuel Neuer. David Simons ist so gut drauf momentan und spielt eine unglaubliche Saison in seinem Alter. Vor ihm und Openda habe ich am meisten Angst heute. Tuchel auf dem Weg zum Interview, ich kann ihn nicht ab, Alter. Ich kann ihn nicht mehr sehen, Junge. Und da kommen die Spieler. Kimmich führt an, Müller, Harry Kane, der leider so unglücklich war im letzten Spiel, trotz Treffer. Patrick Musiala, der im letzten Spiel so stark war eigentlich. Und Leroy Sané ist auch eingetroffen. Leroy und Musiala machen sich auch gemeinsam schön mit ein paar leichten Pässen warm. Die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München. Nummer 1, Manuel. Neuer!
und natürlich der Cheftrainer Thomas. Wir konnten die letzten 4 Spiele gegen Leipzig nicht gewinnen. Unter anderem verloren wir diese Saison 3:0 hier in der Allianz Arena. Es wird heute also alles andere als leicht, aber wir sind trotzdem zuversichtlich, dass wir hier ein tolles Spiel machen werden. Das erste Mal seit langem. Bayern, forever number one. Der FC Bayern München und RB Leipzig. Meine Lieblings-Einlaufmusik. Alter, sieht das geil aus mit dieser Lichtershow. Okay, krass, ich hätte jetzt gedacht, es wird eine Choreo geben. Der Fußball hat eine seiner größten Legenden verloren. Ruhe im Frieden. Die Siegkurve mit dem Fuck RB-Banner, Alter. Anpfiff! Ist halt extrem gut gehalten, da kann Kane es auch kaum besser machen. Komm Junge, stark, das kannst du. Komm Ivo, komm. Ivo sieht leider sehr unglücklich bei seiner Aktion aus. Thomas Tuchel sitzt da hinten auf seiner Box. Stark, Junge! Jetzt, Liebe, komm bitte! Ja! Nein! Oh, nein, ist nichts! Und jetzt bring ihn ordentlich bitte. Oh mein Gott, Jacob Ayer ist da! Was machst du? Simon, was machst du? Ach du Scheiße, die konnte ja da nicht schießen. Das ist ja eine Vollkatastrophe. 100%ige Chance, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Jetzt war. Er hat heute auch echt viel Pech, muss man sagen. Oh, nö. Glück gehabt. Und jetzt, oh mein Gott! Wie geil wäre das gewesen? Halbe 4 von Eugen. Stark. Oh nein! Jetzt kann ich weitermachen! Was ist mit Sané los? Ich hoffe wirklich, dass heute noch gut. Oh, Taktik! Oh nein! Und dann auch noch zu Leroy! Wie viel Pech! Wie viel Pech hat der heute? Komm Leroy, wenigstens das! Ja, immerhin! Wir müssen sein Selbstbewusstsein pushen! Halbzeit! Junge, Junge, was ist denn da los? Also die erste Halbzeit bietet auf jeden Fall nicht viel. Es gibt wenig Chancen auf beiden Seiten, aber es gibt ein paar Chancen. Und was für ein Pechvogel ist bitte Leroy Sané! Es mangelt so ein bisschen an Selbstbewusstsein. Man merkt, es ist nicht der Leroy Sané aus der ersten Saisonhälfte. Wir müssen noch mal ein deutliches Stück gefährlicher werden. Immerhin ist Leipzig selber nicht stark im Spiel. Ich glaube, dass die zweite Halbzeit von beiden Teams noch mal viel krasser sein wird. Bin gespannt, aber ich hoffe, dass wir hier trotzdem noch gewinnen werden. Anpfiff. Jetzt. Ja, Leroy, bitte. Oh nein. Ich verstehe es nicht. Es ist ein riesen Selbstbewusstseinsmangel. Jetzt verliert er schon wieder den Ball. Alter. Ja. Nein, mein Gott. Alter,
hatten wir richtig Glück, der kam ganz weit zum Abschluss. Also langsam sollten sie sich mal wieder konzentrieren, ey. Stark, und jetzt! Jetzt! Starker Ball von Kimi. Und jetzt. Oh. Oh. Oh, was? Nein. Nein. Ich kann das nicht mehr, Alter. Nimmt unser besten Spieler raus. Jetzt komm! Ja, schieß! Mann! Ja! 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 Okay, komm, 4 Minuten haben wir noch. Ja! Ja! American! In der Nachspielzeit! Ich hab damit nicht mehr gerechnet, Alter! Holy shit! Geil! Ein Tor, die Bayern! Die Bayern! Und das Spiel ist vorbei! Wir gewinnen wieder! Und die Spieler drehen nochmal die letzte Runde um das Stadion. Sehr geil, Freunde, wir gewinnen das erste Mal wieder nach ganzen 3 Spielen. Es war nicht das beste Spiel, muss man sagen. Es hätte genauso unentschieden ausgehen, aber naja, das gehört dazu. Harry Kane hat uns gerettet mit 2 ganz wichtigen Toren in der Nachspielzeit. Es tut so gut. Und Freunde, wie immer, falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniere diesen Kanal, um nie mehr etwas zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!